heutige Thema ist Müll rausbringen. Also am Anfang sucht man ja immer einen Sinn, was soll das, dieses komische Rumgesitze, wofür ist das gut? Und wir haben leider im Europäischen, also im Englischen und im Deutschen, ist leider der Begriff Meditation sehr, 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 sehr schwammig. Man kann auch das, worum es geht, in verschiedenen Richtungen angehen. Manche nennen sogar Ikebana und das, was wir eben gemacht haben, Tai Chi und Qigong und Yoga, auch schon Meditation. Kann es sein, wenn ihr schon seit 15, 20 Jahren auf dem Kissen sitzend meditiert, jeden Tag für eine halbe Stunde mindestens, dann kann es unter Umständen sein, dass ihr es schafft, in Bewegung die gleiche meditative Grundhaltung weiterhin zu kultivieren. Und da ich davon ausgehe, dass es sowieso auf der Welt ganz wenige Leute gibt, die überhaupt meditieren und von denen ganz wenige, die Selbsterkenntnis einfließen lassen und von denen ganz wenige, die 15 Jahre und länger meditieren und von denen, die 15 Jahre und länger meditieren, noch ganz viel weniger, die dann sich Tai Chi, Qigong oder Yoga genehmigen, könnt ihr euch vorstellen, wie oft es vorkommt, dass es die Meditation in Bewegung gibt. Also ich halte da nichts von. Das ist eine gute Vorbereitung zum Meditieren. Meditation. Also es gibt drei Richtungen, es gibt mehr Richtungen, aber die Richtungen, die mir am sinnvollsten erscheinen, sind einmal das Pflegen von Freundlichkeit, eigentlich Metta, allumfassende Liebe. Das müssen wir wirklich, hatten wir, ne? Negativity Bias, Negativitätsprägung, müssen wir wirklich üben, hat einen Sinn. Machen wir heute nicht, freundlich schon. Dann Ruhemeditation, Samatha, wirklich mal ruhig mit sich zu werden und darin Ruhe zu kultivieren, ist auch toll. Gibt es. Das autogenes Training zum Beispiel, das ist Ruhemeditation, das kriegt ihr von der Krankenkasse mitfinanziert. Was ich aber wirklich am sinnvollsten halte, ist diese Vipassana-Meditation. Das ist ein bisschen umfangreicher als das, was wir jetzt machen. Wichtiger ist die Selbsterkenntnis. Also das hat nun mit dem Tai Chi zu tun, Körper und Geist. Das ist das Tui Chu, da kommt es her. Also Tiger und Drache, die umeinander kreisen und sich jagen. Und das bei sich festzustellen, das ist meiner Ansicht nach das Lehrreichste und immer mehr festzustellen, wie eben Körper und Geist, wie Gefühlsmuster angeregt werden durch einfach innere Gefühlsausdrücke und da einen leichten Abstand zu entwickeln und zu lernen. Also die Betriebsanleitung des eigenen Selbst mal zu lesen und dann zu entscheiden, was möchte ich verstärken und was nicht? Und dieses Feststellen, das nenne ich dann Müll rausbringen. Also das kann langfristige Sachen sein. Das gibt es auch der Zen-Garten hat eben nicht nur die kleinen Steinchen, die gehakt werden und ein paar Sträucher und sowas und ist schön anzusehen. Die großen Steine, um die man harkt, das sind die Themen, die man nicht so schnell abtragen kann. Also schlimme Erlebnisse, an die man sich nicht rantraut oder die einfach jetzt nicht dran sind. Und das Haken dieser kleinen Steinchen, das sind die Tagesgeschichten, die so einem widerfahren. Und auch die lässt man zur Ruhe kommen. Das nenne ich das Müll raustragen. Ich kann das auch anders deuten, dass man halt zur Erleuchtung kommt und dann trotzdem den Müll raustragen muss. Das ist eine andere Variante.
Also dieses Seele und auch sogar Körper reinigen im konstruktiven Nichtstun und Rumsitzen finde ich enorm wichtig. Ein paar von euch können das nachvollziehen, hoffe ich jedenfalls. Und das Reinigen der Seele, Körper hatten wir eben, machen wir jetzt für 20 Minuten. Und auch hier, wenn der Körper einigermaßen eingerichtet ist, gebt euch die Zeit dafür. Regelt auch ein bisschen. Ihr müsst hier nicht Militärsitzen machen. Also richtet euch langsam ein. Und wenn das 20 Minuten mit dem Körper einrichten dauert, ist das auch okay. Wenn der entspannt ist, achtet darauf, was euer Geist so macht. Und wenn dann der Müll rausgetragen ist, dann kann es sein, dass Körper und Geist zufrieden sind, in Ruhe. Und dann nur noch das Atmen überbleibt. Und dann kann schon das innere Lächeln entstehen.
Und jetzt ist wieder die Zeit, sich diese Frage ohne Antwort zu stellen. Wie liefen die letzten 19 Minuten? Oder wie fühle ich mich jetzt? Wunderbar. Du hast die ganze Zeit mitgemacht. Ja, war gut. War gut. Ich glaube, also das, was du erzählt hast, das war mir auch sehr sympathisch. Gibt es nicht so oft. Jemand, der so nach einem anderen Weg im Leben sucht. Das bedeutet auch, dass du garantiert im Leben dann auf dieser Wegsuche erhebliche Erfahrungen sammeln musstest, weil das Leben ist eckiger, als man denkt. Also ich würde mich freuen, wenn du wiederkommst. Ich bin noch, wie gesagt, am Suchen. Also ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht, wo ich erstmal ausprobieren. Also der erste. Ja. Schauen wir mal. So wie es passt und dir angenehm ist. Genau. Du noch irgendwas sagen zum Abschluss? Will nach Hause. Okay. Wir machen zum Abschluss dreimal Sadhu, was nichts anderes heißt. Also wir meinen damit wunderbar. Okay. Also man kann das auch als wunderbar übersetzen. Da gibt auch andere. Wir haben es auch mit wunderbar getestet, aber die drei Silben von wunderbar sind zu lang. Deswegen sagen wir dreimal Sadhu. Zusammen mit Fröhlichkeit vielleicht. Sadhu, Sadhu, Sadhu.